was wieder erholt ein gutes Gefühl war, war, dass meine Mannschaft nach 60 Sekunden oder nach 120 Sekunden 0-1 zurücklag, dass wieder keine Köpfe runtergingen, dass sie immer noch die Köpfe oben hatten, dass sie diesen Tiefschlag auch dann wieder verkraften wollten und haben, glaube ich, ab Minute 3 wirklich richtig gut performt. Sie haben richtig gut Fußball gespielt, sie waren geduldig, sie hatten eine richtig gute Ballkontrolle. Wir wussten natürlich immer um die Gefahr im Umschaltspiel von Wiesbaden auch. Darauf haben wir mehrfach hingewiesen, aber selbst da haben wir immer wieder nach dem Ballverlust direkt im Gegenpressing auch Bälle zurückgeholt. Und so war es aus meiner Sicht dann aufkommend Mitte zweite Halbzeit für uns dann auch deutlicher Richtung Tor. Und ja, wir hatten ein paar Standardsituationen und da hat man dann gesehen, dass wir bei Standards auch Qualität haben und sind dann, glaube ich, verdientermaßen zum Ausgleich gekommen. Vielleicht ein bisschen Glück gehabt bei der Situation, die Rüdiger gerade ansprach, dass wir nicht 0-2 zurückliegen. Aber ich glaube, mit der Spielführung und der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, war die Pausenführung auch verdient. Toller Freistoß wieder von Markus. Und diese 45 Minuten, dieses Anrennen auf dem tiefen Boden, nassen Boden, das hat, glaube ich, schon sehr, sehr viel Kraft gekostet. Zwischendurch fühlte ich mich so ein bisschen in die 70. Minute versetzt. So vom Eindruck her, als wenn wir die letzten Minuten anrennen. Aber es war dann erst Pause und dann in der zweiten Halbzeit war es so, dass wir glaube ich, zu Beginn noch ganz gut drin waren, dass wir auch Druck drauf hatten. Und ich hatte auch das Gefühl, hier kann was passieren, aber in beide Richtungen. Wir wussten ja um die Offensivqualitäten, also das Ding war nicht durch mit 2-1. Wir hatten ein paar Möglichkeiten, aber hinten raus war es dann nur noch ein Verteidigen. Und da lag sicherlich der Ausgleich dann eher in der Luft, als dass wir noch das 3-1 machen. Das spricht für meine Mannschaft dann wieder, sie hat sich reingehauen, sie hat wieder unfassbar intensiv gegen den Ball gearbeitet und hatte in dem einen oder anderen Augenblick auch das nötige Quäntchen Glück. Und deswegen über 90 Minuten betrachtet, glaube ich schon, dass der Sieg nicht ganz unverdient ist. Und nochmal Kompliment an meine Mannschaft, schon eine sehr reife Leistung und auch in dem Wissen, dass die Saison noch sehr lang ist. Aber für den Weg, den sie bisher geht, da kann man schon stolz drauf sein und das bin ich, das könnten die Jungs auch sein. Somit haben wir heute sicherlich eine ganz angenehme Weihnachtsfeier, aber wissen natürlich auch, dass jede Woche wieder eine Herausforderung auf uns wartet. Beginnen für uns ab Montag mit Blick auf Unterhaching und dann mit ganz, ganz vielen schweren Spielen in der Rückrunde. Danke.